Ich habe gesagt, wenn ich in World of Tanks ganz groß rauskomme, kehre ich dem Spiel im Rücken und komme nie wieder zurück. Und heute Abend bin ich wieder hier. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und ich bin nochmal da. Premium läuft noch ein bisschen und was mir gerade aufgefallen ist, sind die Ani-Plätze noch da, die Feiertagspunkte? Also das Event ist offensichtlich beendet, hier ist alles weg. Aber dieser Bonus habe ich hier noch, ne? Boni der Feiertagsops, das sollte eigentlich nicht mehr sein. Und dann habe ich das vorhin gesehen, als ich mich kurz eingeloggt habe und mich fuchst es im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich mir den 6er noch nicht leisten kann und noch nicht leisten wollte. Nur den 5er, den hätte ich gerne noch. Und das Geschütz hätte ich hier auch gern noch. Deswegen dachte ich mir, komm, so eine Stunde kannst du noch investieren in das Game. Und dann machst du noch was anderes, wenn du noch fit bist. Das war's im Prinzip. Also das ist die ganze traurige Wahrheit, warum ich jetzt doch wieder spiele, obwohl ich gestern so geflucht habe. Wobei, es hat dann doch beflügelt, dass wir die Ani-Quest dann noch alle geschafft haben und ich dann doch mit dem 5er dann noch so ein bisschen Damage gemacht habe am Ende. Es hat dann doch wieder ein bisschen gepusht. Bisschen. Ja. So, hier brauchen wir noch das Geschütz. Hier brauchen wir jetzt einen Sieg. Ich bin ganz vorne mit dabei, aber es sind alles Achter, also hat das nichts zu heißen. Ich fahre jetzt mal oben lang. Ich fahre nie oben lang. Der Tee ist noch zu heiß. Das ist schlecht. Es gibt bei mir nur zwei Stufen. Ich sag's immer wieder. Entweder ist der Tee zu heiß, weil ich ihn gekocht habe, viel zu spät und eigentlich schon längst streamen wollte. Oder er ist zu kalt. Weil ich ihn schon über Ewigkeiten gekocht habe und mich dann vertrödelt habe und später gestreamt habe. Es gibt kein Optimal. Teetemperatur. Ja, hallo Mojito, schön, dass du reinschaust. Es gibt noch Feiertagsobst-Boni. Also offensichtlich, die Parkplätze sind noch da. Also fahre ich nur mal eine Stunde. Zumindest ist die blaue Umrandung noch da. Oh, eine Vogelscheuche. Meine Ex spielt auch mit. Sehr schön. Positiv komme ich nicht mit meinem Rohr, ne? Ich zeige mich hier bestimmt nicht. Rums! Auch als Abstauber killbar. Rums! Wo ist er? Doch was, die Pumpe ist um. Da unten so ziemlich auf verlorenem Posten. Fährt denn der rum da hinten oder was?
ist, glaube ich, ziemlich doof stehen. Ja. Komm, YOLO, was soll's? Jetzt ist er rausgefahren, der Sack. Nee, ist ein anderer. Umrundet er mich? Nö. Könnte er. Tschüss. Der will von unten kommen. Nein. Hat er ihn? Ja, er hat ihn. Ich sag mal, ich habe mich nicht geopfert. Mein Team führt auch. Ich habe mich dümmer schon dran gestellt. Ich hätte mich auch besser dran stellen können. Ja, war klar, dass wir nicht mehr hinkommen. Naja, ich bin nicht gestorben. Wir haben gewonnen. 727 Schaden war ich mit dabei. Für ein erstes Match für heute ist okay. Für mein Skill ist okay. Machen wir gleich mal hier die Bonus XP. Das Geschütz kostet 50 irgendwas, ne? 55, ja, das haben wir gleich. Gut, Kohle gab es auch. Eine Freundschaftsanfrage. Ah ja, ja, kommt ein bisschen spät. Es ist ein Kollege von mir. Aber jetzt können wir uns keine Pakete mehr schicken.
Weil das Event ja rum ist. Ja, das lief doch. Das lief doch ganz gut. Was haben wir denn hier? 22. Nee, fahren wir den weiter, bis es scheiße läuft. Ja. Mit Ansage. Oh, wo bin ich denn? Da bin ich und da würde ich gerne hin, aber die Stelle ist sehr beliebt, die wird man gerne wegschnappen. Da komme ich wohl nicht hin. Hallo, Jäger, alles gut bei dir? Fahren wir denn hin? Also, ich würde gerne da vorne hin, aber. Ah, da fährt schon der Evil Lord hin und noch einer. Ey, das macht keinen Sinn. Alter, ob da ist ein 10er dabei, 2 8er, noch ein 9er vielleicht? Ja, da kommt noch was. Okay. Wieso bin ich offen? Er hat mich aufgemacht. Ich soll in einem Dorf unterwegs gewesen sein. Aua! Ihr Penner! Den Bösen geht's immer gut. Ja, das freut mich doch. Ich hab noch gar nicht richtig begonnen, da krieg ich schon aufs Maul oder was? Oh. Da hat er aber gut gefressen vom Zehner, hä? Huh? Ja. Der Zehner hat ihm ordentlich eins eingeschenkt hier. Das war aber ordentlich aufs Fressbrett. Da muss er ganz fies rausgeguckt haben. Zehner wartet auch nur drauf, dass sie ihn zurücktreiben, was er ihm eins mitgeben kann. Ich warte auch. Hab ich ein Schwein, ey, das viel abprallt gerade. Au! Saftzack. Komm her, ich komme ja. Da hinten steht ja noch einer. Tschüss. Hätte auch abprallen können. Ja, da ist noch einer, Junge. Fahr da nicht so vor. Fahr da nicht so vor. Du bist gleich tot. Der schenkt dir ordentlich eins ein hier. Ja. Fährt vor und schreit SOS. Ich höre schon ABBA singen. Ja, ich bin nicht so schnell. Ich fahre 20 km/h, wenn es gut geht. Oh, jetzt bin ich da. Jetzt kann ich mitballern. Ah, das dachte ich mir schon fast. Aus dem Weg. Oh. Ups. Ja, oh, wieso nicht? Da komme ich nicht durch. Das ist ein 9er, ne? Nehmen mal HE. Ist der tot?
so aus, oder? Problem ist, da kommt keiner mehr. Müsste jetzt zurück. Wir haben dich an der Bewertung von deiner Grafikkarte gefragt. Ist die denn überhaupt schon da? Was? Oh, wie fies. Die kommen durch und ich nicht? Ja, muss ich rausgeguckt haben. Ne? Die sind flacher. Ja. Naja, gegen die 2-9er, aber klar. Ich war da ganz allein, es war keiner mehr da. Zurückfahren hätten sie mich auch gegrillt. Ich stand an einem schlechten Posten. Die wurde heute verschickt, ja. Was für eine hast du dir jetzt bestellt? Und was hast du bezahlt? Das ist natürlich die Frage aller Fragen, was Grafikkarten angeht. Und was für eine hattest du noch drin? Also, welche hast du jetzt? Welche tauschst du aus? Und der Preis. MSI 3060 Ti, okay? Also, abgesehen von MSI, ihr wisst, ich bin kein Freund von MSI, aber das ist Geschmackssache. Eine solide Karte, ja gut, die 1650 ist schwach. Na, ist klar, die Nvidia 6050 ist schwach. Die kann man austauschen, ja. Aber vielleicht kriegst du für die noch was. Der Grafikkartenmarkt ist ja immer noch crazy as fuck. Sicherer Hafen. Quizfrage an alle ITler oder die es werden wollen. Was ist der sichere Hafen? Sicherer Hafen, wirklich ein bekannter Ausdruck in der, ich sag mal, weitläufig Computerwelt. Ist sicherer Hafen ein Ausdruck? Und ich beantworte es euch dann gleich, wenn ihr es nicht wisst. Oder auch wenn es einer gewusst hat, sage ich es auch. Hab's auch bis vor kurzem nicht wirklich... Also ich wusste, dass es den Begriff gibt, aber ich wusste nicht, dass der flächendeckend fast so verbreitet ist. Und Google zählt nicht. Also, ich sag's. Sicherer Hafen ist, wenn ihr den Internetanschluss wechselt oder kündigt, kann man den sogar einen sicheren Hafen mit dazu buchen. Dass wenn alle Stricke reißen und man hat keinen und man hat keinen Folgevertrag, keine Folgeverbindung, dann kann man sagen, ich möchte den sicheren Hafen nutzen und man hat dann immer noch Internet. Aber das Gleiche gilt natürlich für Telefon, ne? Ist klar. Und ich dachte, das wäre so ein typischer Begriff, den zum Beispiel nur Vodafone oder nur die Telekom kennt, aber nein. Das ist wirklich, ist es die Bundesnetzagentur? Es ist zumindest ein Begriff, den alle kennen und alle nutzen in der Branche. So, da ist noch einer, aber den komme ich doch eh nicht dran. Den sehe ich doch sowieso nicht. Mach doch mal eine Sicht hier, NS. Und Mädels. Na, da ist leider ein Gebäude im Weg. Dom, hier an der Stelle so schön abgeschossen. Warum kommt denn jetzt keiner? Genau, lasst euch mal abschießen, da kommen sie schon. Dann fühlen sie sich mächtig. Dann kommen sie genau in mein Zielfernrohr. Fünfer und Vierer. Und ein paar Sechser. Aber hier ist leider noch nichts, wo meine Flinte gehuscht. Wo mein Rohr. Okay, es steht 2-3. Sie führen auch noch mit Hitpoints. 6076 zu 8026. Und trotzdem preschen sie vor.
Da beginnt das große Sterben. 2-5. Wenn ihr jetzt nicht den Arschbacken zusammenkneift und zurückfahrt, kann ich euch nicht helfen. Das ist das Problem. Die Kartoffelkanone. Der ging nicht durch. Wir haben sie böse erwischt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Komm dann nicht durch. Drüben kommt wer? Der ging voll durch ihre Panzerung. Die Möwen gehen mir hier so ein bisschen auf den Sack. Okay, gerne Mojito, aber ich mache heute nicht so lange, ne? Ich hatte nur vor, so eine Stunde, und ich spiele ja schon ein bisschen. Sind die immer noch in dem Gebäude da drin? Jetzt fahrt doch mal da raus, dass ich was abschießen kann. Nee, so, ich wollte eigentlich nur eine Stunde machen und noch was anderes spielen. Weil ich eigentlich genug habe von dem Spiel, aber mal gucken. Zu zweit macht es ja immer noch ein bisschen mehr Spaß als alleine. War das auf jeden Fall erstmal zu Ende. Da ist links irgendwo ein Lux, aber da komme ich auch nicht an. Ja, steht 3-11 und die Leute fahren immer noch vor. Dann kannst du nicht helfen. Den kannst du nicht helfen. Wird jetzt voll stark, der Jeff R. Marty. Der kriegt das so aufs Fressbrett. Ja. Was hat's gebracht? Was hat's gebracht? Jetzt kann ich vielleicht noch ein, zwei Treffer landen und dann bin ich auch, gehe ich auch drauf, weil es steht offensichtlich 4-13. Einer fährt der nächste vor, der denkt, der kann da was reißen. Aber es ist der Marty, der ist immer noch da. Alter, hopp. Ich würde ihn dir unterstützen, aber hier ist überall Deckung. Ja, Junge. Sieht dir recht. Hinter mir. Wo kommt denn der her? Den habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wo kam denn der aus dem Nichts? Tja. War hier rum, ich war der Letzte, ne? Ja. Ha, das war die Nullnummer. Also eigentlich ein schönes Match, aber die sind alle vorgerannt und sind verreckt. Ich hab das selten mal kommen lassen, ne? Muss man nicht verstehen. So, hier geht's zum Geschütz. Ich geh mal ins Discord. So, hallo. Hallo? Hallo? Warte mal was? Warte mal, höre ich dich jetzt im Stream oder im Stream? Ich höre ihn immer noch nicht. Hallo? Das Lämpchen ist an. Hm. Okay. Leise, ganz. Ah, jetzt! Jetzt kommt was. Läuft ja wieder super. Ja, hast du dein Mikrofon behoben gekriegt, offensichtlich, ne? Okay, aber ich höre dich irgendwie nicht. Du hörst mich nicht? Nee. Ja, das ist das, also ich höre dich im Stream, aber nicht im Ding. Da musst du noch gucken, woran das jetzt hängt. Ah, läuft ja wieder. Okay, während du das behebst, ich habe ja Timer laufen, ich fahre nochmal neu in den Gefecht. Jetzt habe ich dich. Jetzt, ja? Ja. Okay, dann lad mich schnell ein. Aber kannst du mir erklären, warum die Stellplätze noch aktiv sind? Nee, ne? Warte mal, ich guck gerade mal.
Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Weil ich kann es unten sagen. Noch anklicken, der Fahrzeug und Feiertagsops. Vielleicht war heute der letzte Tag ist oder so, ne? Ist heute der letzte Tag? Eigentlich ist heute rum, weil es ist ja nichts mehr da vom Arni. Ja, warte mal, habe ich denn dann wenigstens diesen Arni-Auszeichnung bekommen? Wenn du alle Arni-Quests gemacht hast, ja. Ich werde es hoffen. Wenn nicht, dann nicht. Muss es bis zum letzten Tag alle machen. Oh, wo hätte man die denn sehen können? Oder wo kann müsste ihn, glaube ich, haben. Warte mal. Oder habe ich... Echt? Ich habe eine Abzeichnung, hauen sie weg. Wo ist die denn? Ich muss bei dem Stream starten. Also das ist... Nee, hauen sie haben wir das Eis weg. Ich dachte, ich hätte auch die Ani-Nadel, aber ich wüsste nicht, wo ich die sehe. Ja, da, wo du drauf bist, kann man die eigentlich nicht sehen, sondern du musst auf deinen Wehrpass gehen und dann auf Auszeichnungen. Auf meinen Wehrpass? Wo immer oben der ist. Ah. Oben in der Garage, da steht... Auszeichnungen. Und dann muss der bei Spezial normalerweise sein, aber ich bin mir gerade nicht so sicher. Epische Medaillen, Gruppen, Erinnerung, Etappenspezial. Habe ich die eine nicht abgeschlossen? Ich glaube, da hätte mir nur noch einen gefehlt. Doch, ich habe sie. So. Legend Arni, verleihen wir den Abschluss für Aufträge für Feiertagsop 2022. Legend Arni, okay. Bei? Bei Spezial. Der untersten Reihe. Vierte von links. Ne, die habe ich nicht. Ah, ich hab gestern nochmal durchgeboxt. Du hast mich eingeladen. Nee. Wir haben doch keine Zeit. Ärgerlich, warum? Das ist nur ein Abzeichen, da kannst du dir nichts von kaufen. Also. So. Achter will er fahren. Dann ja. Haben wir diese. Aktuell 8er und 5er und ich versuche mir den 6er Panzer zusammenzusparen. Ja, dann 24 Spiele. 25. Nee, 24 8er habe ich, die wir fahren müssen. So. Schöne Map. Einigermaßen eingeschränkt. Scheiß Matchmaking. Es geht. Es ist also, Bullshit. Ich weiß hier nichts. Der WZ113 GFT ist übel, weil der haut ja 800er Schellen. Und der Typ 5 ist einfach nur ekelhaft, weil der, man muss für den nichts können. Weil das Ding hat einfach nur Panzer. Das ist mein Panzer. Ja, ich fahre aber nicht in die Stadt, da krieg ich eh nur aufs Maul. Ich fahre hinten auf den Berg. Und da kriegst du noch mehr aufs Maul. Na, da habe ich schon mal gut geschossen. Jetzt bist du so wahnsinnig laut. Du bist so wahnsinnig leise. Da kann ich aber jetzt nichts für. Kann ich lauter stellen. Ja, aber du warst früher lauter. Ja, das liegt, wie gesagt, weil ich mein Ersatzheadset wieder drauf habe. Ach so, okay. Ja. Weil, ja, das Ding ist eingeschickt. Ist ja, okay. Ja noch Garantie drauf. Okay. Mikro ist im Arsch. Ja, okay. Aber ich will eigentlich wieder Geld zurück, ey, weil ätzend. Kann ja nicht sein, dass ich für ein... Also ich meine, der Preis ist mir eigentlich egal. Das Ding hätte auch 700 Euro kosten können. Kann nicht sein, dass so ein Gerät einfach nach gefühlt 4 Monaten, 5 Monaten im Arsch ist. Was hast du denn gehabt? Oder was das Logitech... Das Logitech G635. Das ist auf jeden Fall kein günstiges. Ja, günstig. Darum ging, wie gesagt, das Geld ist mir, das hätte 600 Euro kosten können, das hätte auch 5 Euro geht kosten können. Es geht ja einfach darum, dass, ums Prinzip, dass so ein Ding nicht nach, ich sag jetzt mal blöd, 4 Monate, lass es mal 4 Monate gewesen sein, wenn überhaupt, kaputt. Oder das Mikro im Arsch, weil alles andere funktioniert einwandfrei, aber das Mikro einfach nicht. Wir sehen wir nichts. Ah, da kommt der große Bruder. Ja, ja. Schießt mit Gold. Hat schon den dicksten Panzer und schießt dann noch mit Gold. Gibt's da Leute? Sind mir die richtig. Das sind mir die richtigen Könner, du. Oh, das war's dann für mich. Der ging voll durch
Das war's. Was machst du da hinten? Außer ich hab hier schon einen ordentlich in der Mitte erwischen, Zähne. Nur jetzt habe ich keine Sicht mehr. Moment, war eigentlich doof, ich bleib da. Die kommen doch jetzt alle von vom. Wir haben nämlich gerade das Dorf verloren. Oh, heute haben die Steam-Server aber wieder Probleme, ey. Echt? Ja. Weil die ganze Zeit die Verbindung zu der Freundesliste. Also ich werde zwar durchgehend als online angezeigt, aber ich verliere halt, wie gesagt, den Kontakt immer mal wieder. Hab schon 87 geschluckt. Unterwanne niemals nach links drehen. Ja. Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Nee, immer so lang was ab. Ja, okay, wir kamen gerade durch. Ich meine, solange sie abprallt, brauchst du dich eigentlich nicht. Ja, aber der kam aus der Mitte vom C. Aua. Ja, weil du zu weit nach links geguckt hast mit dem Turm. Du darfst nicht zu weit nach links gucken. Mit dem Turm. Genau. Schnell. Wenn du so stehst und nach da guckst, dann zeigst du den Turm genau. Dann guckt der Turm, wenn ich da hinten so weit raus, dann kriegst du sie in den Turm. Umrunden und sehe gleich. Puh. Machst du? Deckung suchen. Das da vorne ist mir zu heiß. Wieso? Kann doch nicht. Von links kann schon nichts mehr kommen. Weiß. Kann also nur noch von vor dir. Oder also jetzt die Häuser doch da ganz normal benutzen können noch. Fährt jetzt einer aufmachen? Hoffentlich.
Alles für den Sieg! Ich glaube, der fährt raus oben. Sieht aber nicht so aus. Da soll der Captain kommen. Dickes Sieg. Das ist er rausgefahren. Oh. Ja. Das ist noch ein Zehner, der hat fast mehr HP als der Hälfte als ich als Basis. Ja, so ist das halt. Ah gut, er hat hier regelt. Juhu! Aber wenn ich es nicht mache, wer denn dann? Ich war's nicht, ne? Ey, schade. Genau. So lang. Aber ich habe in dem Moment gedrückt. Bester Spruch ever. Bester Spruch ever. Ja, ich habe in dem Moment gedrückt, wo die Zahl noch geht. Aber war ich tick zu langsam. Ah, Klassiker. Aber ich war nochmal mit dabei. Ich habe nochmal Schaden gedrückt. Ja, dabei sein ist alles. Ah, 52.000 und 55 brauche ich oder so für das Geschütz, ne? Ja. Da müssen wir nochmal. Die freie Erfahrung will ich nämlich aufheben. Ja, dann. Hoppi hopp. Ja, schönes Matchmaking, schöne Map. Wunderbar. Oh Gott. Nee, echt, meine ich wirklich so. Meinst du? Ja, ist ein gutes Match. Wo wollen wir denn hin? Ja, mir mal unauffällig folgen. Bis ich dir hinterhergefahren bin, ist das Match rum. Ja, dann kannst du auch nicht viel falsch machen. Das ist der Vorteil. Das ist auch wieder richtig. Wer nichts macht, kann nicht viel falsch machen. Ich merkele dir hinterher. Doch schon ein Gegner. Der kriegt jetzt, was er verdient. Also du kannst ruhig mit nach da hinten zielen auf die Gegner. Ja, ja, nur ich habe niemanden reinbekommen. Da, den müsstest du reinbekommen. Einfach da hinschießen. Guck da. Also ich weiß nicht, wo deiner hingeflogen ist, aber meiner hat auf jeden Fall. Ich habe gar nicht erst geschossen. Ach so. Ja, weil ich ihn gar nicht drin hatte. Jetzt stehe ich, glaube ich, besser. Ja, aber dreh dich mal was mit der Unterwanne schräger. Boom. Aber auch erwischt. Aha. Genau, siehst du mal. Und jetzt hat er gleich die Schnauze voll. Ungefähr jetzt. Und dann können wir weiterfahren. Da ist. Ah, da geht gerade noch einer. Ne, der hat die Schnauze. Dann fahren wir jetzt mal vor. Da, in dem Moment, wo wir vorfahren, kommt der natürlich wieder vor.
Granat dafür Druck bauen, weil unten im Süden wird Druck aufgebaut. Das heißt, wir müssen hier in der Mitte Druck machen. Uhu, 30 km/h. Ja, Geschwindigkeitsrausch hier. Ne? Er geht ab. Nichts hält ihn am Boden. Da fährt doch einer. Ja. Dürfen uns halt nur nicht locken lassen. Das wäre jetzt tödlich. Pass auf, irgendwo muss noch der WT sein, ne? Der macht 500. Hier ist ein Felsen vor mir. Hier ist ein Felsen vor mir. Ja, aber rechts von dir. Rechts von dir. Guck mal, ich sehe es gerade. Minimap, Minimap-Kollege. Aber die kommen doch gerade von da oben. Ja, weil die von uns da hingescheucht werden. Ah, okay, er ist abgelenkt. Dann können wir jetzt auf den einen hier vor uns gucken. Olga ist immer drauf da auf die Kleinen. Abpraller. Na gut, jetzt ist eher ein Massaker nur noch, ne? Nein, wo ist der Schuss hin, ey? So eine Scheiße. Da muss ich's machen. Du Killer! 7 HP for the win, ey! Einer stand so von hinten, dachte ich, komm! Rust mal rein, was kann schon schief gehen. Du? An der entsprechenden Stelle, im richtigen Augenblick Druck aufgebaut. Na gut, die oben haben wir alles überrollt, ne? Ja, gut, aber wenn die hier unten bei uns mal mehr effektiver was gemacht hätten, hätte es auch schlechter für uns ausgehen können. So ist es nicht. Aber. What? 220.000, das motherfucking Geschütz. Ja, hör mal, das ist deutsche Wertarbeit, die kostet. Deutsche Wertarbeit. Marsch. Deutsche Wertarbeit. Muss ich wieder Munition einpacken. Granaten kannst du mal 3 rausmachen. Brauchst du keine 7. 4 reichen. So, oder? 37, 8, 5. So. Das ist immer noch meine Ausrüstung. Jetzt müsste ich ja mehr Damage machen. Der ist hier. Was hat denn der? 85% hier. Wo sind wir denn hier? Moment. Nein, ich will auf den Klaus hier. Wo ist er denn? Ah, das ist Speer. Okay, Speer hat er fast. Mit Eisler. Ja, Speer ist nicht das Interessante. Wichtig ist beim Funker die Weitsicht. Das ist ja der. Und du hast oben ein Ausrufezeichen da über der Crew da. Ja, ich weiß. Bild da. Da kannst du ja noch. Geh mal drauf eben. Der Bücher halt. Bücher, ja, wie viele hast du? Das sieht man nicht, weil du da mit deinem Kamera davor bist. Ah, okay, 4. Und 3. Also ich meine, wenn du richtig reinballern willst, ballerst du den nochmal 2 gute von den richtig guten rein. Wozu? Ja, hör mal, du hast doch gesagt, du willst es so oder so bis nächstes Jahr nicht mehr anfassen. Ja, aber dann die Bücher wären ja nicht schlecht. Ja, das stimmt allerdings. Ja, das ist das Gute an Büchern, die werden nicht schlecht. Die haben keinen Minder. Aber die können schimmeln.
Bei schlechter Lagerung können die schimmeln. Feuchtigkeit ziehen, ne? Vermodern, vermuffen. So, Matchmaking ist auch wieder okay. Ja. Map ist nicht ganz so ideal für uns. Wir fahren hier rechts auf die 1er-2er-Linie und fahren dann so defensiv hinter dem Pulk her. Okay. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Zwölf Sekunden nachladen. Heieieiei. Was mache ich denn in diesem... 14,3. Was mache ich denn in der Zeit? Spartbohnen oder so. Neu fließen. Spielen, einaimen. Richtig hinstellen. Jetzt kommt er mir wieder mit Argumenten, ja. Du hast so viel zu tun. Hör mal, du könntest 2 Minuten nachladen. Das wird mir nicht reichen. Ach, komm. Das übertreibst du. Brauchst du gar nicht drauf gucken. Brauchst du gar nicht hingucken. Guck nicht nach da, dann zeigst du deinen Turm wieder falsch und kriegst du wieder Schaden rein. Wollen wir hier stehen bleiben, oder was? Ja, wohl oder übel. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Grünzeug. Moment. Du stehst ja schon wieder falsch. Guck mal, wie ich ausgerichtet bin. Ja, aber da ist doch was offen. Und nichts aber. Wenn ich nach rechts schieße, dann, wenn ich nach rechts gucke, guckst du auch nach rechts. Wenn ich nach links gucke, guckst du auch nach links. Und wenn ich mit der Wanne nach vorne gucke, guckst du auch nach vorne. Was links ist, da können 10 Panzer auf sein, ist scheißegal. Was vor dir ist, ist interessant. Vor mir ist nur ein wackelnder Baum. Sehe ich gerade, einer umgefahren. Echt? Ja, ja. Ja, genau, der T20, der ist ja da kurz. So, da ist was, da den da. Auch da, sehr schön, siehst du mal. Er ist ja cool. Also. Weiter geht's, da muss der nächste sein. Da in die Richtung. Und dann langsam vorfahren. Ah, da. Jetzt brauchen wir erstmal nichts machen, da kommt der Thorax. Der Thorax regelt, weil das ist ein T95. T95 ist von vorne 8, der fährt vor und spottet. Und nie Vollgas fahren. Wenn du langsam vorfahren willst, ohne aufzugehen, ja, dann bleibst du erstmal 10 Sekunden stehen und dann drückst du einmal aufs R. Dann rollst du ganz langsam vor. Ah, okay. Weil wenn du Vollgas nach vorne fährst, bist du direkt offen. Ah, siehst aber nichts. Das wusste ich. Siehst du, wie was gelernt. Weißt du, wenn du dann so langsam vorfährst, so wie jetzt, dann wirst du nicht so schnell gesehen. Ich meine, du gehst zwar trotzdem noch auf, aber dann fährst du nicht 500 Meter nach vorne und brauchst dann wieder 700 Meter, bis du zugehst. Hm. Weil du ja langsamer nach vorne gefahren bist und dann schneller wieder abhaust, gehst du schneller theoretisch gesehen wieder zu. Praktisch klappt das nicht immer. Was ist, deswegen, das ist jetzt, was ist denn R? Schrittgeschwindigkeit oder was? Erster Gang. Hm. Zweimal R ist zweiter Gang und dritter ist Vollgas. Dasselbe geht es auch im Rückwärts. Erster langsam zurückfahren, zweiter Vollgas zurückfahren. Ja, muss ich dann zurück und R drücken oder was? Nee, F. Ach so. Einmal F und zweimal F. Ah, okay. Rückwärts gibt es nur einen und Vollgas und vorwärts gibt es halt zwei und Vollgas. So, jetzt fährt bisher nur ein Panzertuch. Komm, Thorax. Mal gucken, ob der es rafft. Aber er scheint es nicht zu raffen, unser T95. Weißt du, der T95 ist der stärkste Panzer, was die Frontpanzerung angeht, auf 9. Da kommt hier aktuell in dem Match nichts anderes ran. Der braucht eigentlich auch noch nicht mal Angst haben, dass von vorne irgendwas bei ihm durchkommt. Außer die treffen die Schwachstellen, die Kommandolugen. Aber die sind so klein bei dem Panzer. Weiter nach da vorne gucken. Jetzt fährt er langsam. Jetzt fährt er langsam. So. Dann guck mal den. Hallo, nicht nach links gucken, wirft er noch. Nach vorne gucken. Oder ist doch nichts. Ja, aber da geht doch jetzt was auf zum Beispiel. So, du guckst jetzt.
Jetzt kannst du langsam mal R1 drücken und wir müssen ein bisschen weiter nach rechts, sonst kriegen wir gleich von links auf die Fresse. Weiter nach links, nach rechts, sorry, nach rechts, weil du musst tiefer ins Loch, damit die von links nicht auf dich schießen können. Ich meine, wenn du Pech hast, können sie zwar trotzdem auf dich schießen, aber... Jetzt kommen die mir nicht gerade panisch von... Was ist denn der T-30 gewesen? Okay. Wo gehen denn die Schüsse wieder hin hier? Sehr schön. Jetzt können wir uns, wenn ich nach links drehen, können wir uns auf links konzentrieren. Oh, halt, warte mal, da steht noch eine ISO. Beziehungsweise du könntest mal grob in die Richtung da fahren und dann auf das schießen, wo du dran rankommst dann, ne? Uhu, 6 HP. Leben am Limit. Nein, da kam einer ran. Wieder nur 2400 Schaden, so eine Scheiße. Nur. Ich habe bei 300 noch was rum. Ja, für dich wären 2400 viel. Für mich ist... Ich meine, kombinierten Schaden habe ich 3400, so ist es nicht, ne? Aber so 3,7 hätte ich, 3,8 hätte ich gebraucht. Ich meine, hey, damit komme ich jetzt, kriege ich jetzt gleich meine erste Erfolgsmarkierung. Aber das war's dann auch schon wieder. Fahr Richtung Cap. Alles andere ist zu langwierig für dich. Dafür bist du nicht mobil genug. Aber la pap. Cap kannst du vielleicht noch ein paar Cap-Punkte bekommen. Kriegst ein bisschen mehr Erfahrung. Feier hin. Wenn überhaupt. Aber ich glaube noch nicht mal.
Fuck, komm schon, komm schon! Verdammt. Ja, Jorige, Mojitos gekommen, wir fahren noch ein klein bisschen weiter. Ne, aber ich denke, morgen sind die Feiertags-Ops dann wirklich, wirklich vorbei. Und dann spiele ich wieder was anderes. Ja gut, mit dem brauche ich jetzt nicht mehr die Siegesdinger nehmen, wozu? Aber wobei, ich brauche sie sowieso nicht, ne? Machen wir es auch mit. Den neuen Panzer dann schon mal halb. Nur, sind ja nur lockere. Nein. Lockere 182.000. Abbruch, Garage. Na gut, fahren wir nochmal. Morgen soll eine Grafikkarte kommen. Ja, dann müssen wir morgen wieder Handshowdown machen. Der Grafikkarte. Dass du mal gescheite Frames hast hier. Was für ein Bildschirm hast du eigentlich, Jürgen? Also wie viel Herz? Was packt der? Ich fahre sonst immer in dieses Dorf da, aber das geht immer scheiße aus. ...60 oder 90? Ja gut, dann ist die Frage, mich auch bald mal ein neuer Monitor. 144 habe ich. Es gibt auch noch mehr, es gibt, ich glaube, 160 oder 166 und 240 gibt es auch. Irgendwann ist auch mal gut, oder? Ja, den 240er, den kannst du benutzen, damit du mit einer 3D-Brille spielen kannst. Das hatte ich beim 120er gehabt früher. Ja genau, ich glaube ab 100... 40 geht das schon und. Also, ja, also wenn du 62 Hertz Bilder, ne? Dann 120. Ja, ja. Siehst du, dass wir hier oben auf dem Berg rumfahren sollten? Nee, eigentlich nicht. Ey, das ist das geilste Matchmaking ever. Wir hätten eigentlich nach rechts gemusst. Ist aber egal. Bin schon offen. Ja, ja, durch den Rheinmetall da hinten. Da versuche ich auch gerade mal drauf zu schießen. Du müsstest eigentlich, ja. Schieb mich halt weg. Ja. Fettsack. Ist okay. Nee, du bist der Fettsack, weil du mich wegschiebst. Ich hab mehr Masse. Egal, dann machen wir von hier unten halt Druck. Ist ein bisschen risky, weil ich kenne mich hier unten kaum aus, weil hier unten fahre ich eigentlich nie oder gar nicht. Sind wir schon zu zweit. Aber hey, wenn wir von hier unten kommen und die rechnen damit nicht, es tut weh. Also komm mal, ach du bist ja so lahmarschig. Oh. Nach da fahren, nach rechts fahren, nicht nach links fahren. Aber nach links gucken. Ja, genau. Ach scheiße, der eine hat uns schon entdeckt. Ich war von hinten beschossen. Eigentlich von oben. Ja, ja, das meinte ich. Er hat uns schon entdeckt. Ja, ja. Du hast getroffen. Sehr schön. Ah, nicht weiter vorfahren erstmal. Wir müssen erst den da oben bekämpfen. Scheiße, hinter uns. Kacke. Nee, war eine scheiße Idee. Immer zerhackwurst stückelt. Ich habe das Geschütz nicht hoch genug. Warum kommen die Penner alle durch? Weil du irgendwo eine Schwachstelle dann zeigst, wie die Unterwanne. Ah, ich habe noch einmal Schaden gedrückt. Ja, sorry, mein Fehler. Wir sind ach, ziemlich dumm gefahren. Wir hätten lieber wieder zurückfahren sollen. Ich habe mehr Schaden gemacht als im Match vorne dran. Echt? Ja. Okay, das ist eigentlich peinlich. Ja, ich hab halt einmal, zweimal ordentlich reingepratzt und schon sind wir bei 900 Damage. Das verlieren wir wahrscheinlich, aber. Auf deinem Tisch ist ein bisschen eng. Ja, auch erst als ich ausgezogen bin, habe ich mir drei Bildschirme geholt von. Dann hatte ich auch nur einen in meinem alten Kinderzimmer. Ich habe nur einen und habe trotzdem keinen Platz. Oh, warum? Ja, du wolltest. Weil ich den 49 Zoll Ultra Wide Stream habe. Oh. Den von Samsung, den 49 Zoll Curve. Wie er uns Geringverdiener wieder runter macht, ne? Du bist ITler, du verdienst genug.
Ja, aber trotzdem. Da musste ich vorhin so lachen. Ich habe ein Held der Steine-Video geguckt, wo er sich wieder aufregt über ein Lego-Set. Was er ja so gut macht. Lass uns mal 5er fahren. Und ja, Held der Steine ist gut. Der übrigens, der hat auch Twitch, weißt du das? Ja, ja, ich weiß, aber ich gucke dem selten beim Steinebauen zu oder auch wenn er was zockt. Ich mag seine Videos, Twitch. Aber hey, so hat jeder seine Vorlieben. Ich konsumiere ihn ja, ich mag ihn ja. Weil es, ja, ich konsumiere ihn auch. Ich konsumiere ihn aber auch. Also ich mag es lieber, wenn er da auf YouTube irgendwas vorstellt. Ja, ja, der ist... Kann ich an die Szenen, die für mich interessant sind, vorspielen. Ja, genau. Aber er ist einfach eine sympathische Socke. Ja? Das ist ja auf jeden Fall... Das Geilste ist halt einfach diese Klemmbausteine Originalfirma. Ja. Hat ihn halt vergrault, was ziemlich dumm ist, weil so eine große... Ja, aber er hätte auch weiterhin die Wahrheit gesagt. Also, wenn es einfach scheiße ist, dann... Ja, definitiv, aber ich meines Erachtens nach haben die einfach völlig falsch reagiert. Na natürlich, klar, die hätten ihn ins Boot holen sollen. Wenn sie auf, ja, auf den gehört hätten, wären nochmal gescheitere Chats rausgekommen, gescheitere Sets rausgekommen. Ja, ja, klar. Und wenn, hör mal, allein schon was da an Geld, den, weißt du, die... Wenn die Designer oder wer auch immer da oder die Werbefachleute, wie auch immer, wenn die nur sich die Streams oder die Videos anhören würden und dann wüssten sie schon, was Sache ist. Ja, machen sie ja auch nicht. Da würden sie, ich garantiere, für mindestens 300-400% mehr einnehmen. Ja. Also durch die Sets. Ist einfach so. Mal ganz davon ab, dass wir bei dem einen Grievous Starfighter so, wer wissentlich, was hier abgeht, dieses Set kauft, dem ist nicht mehr zu helfen. Die Fanboys werden es kaufen, die müssen wir zurücklassen. Es müssen Leute zurückgelassen werden. Das ist halt so lachen. Ja, und. Ja, das ist ein sehr, sehr bescheidenes Matchmaking. Du fährst mal nach hier. Ja, und in dem Video, was ich heute gesehen habe, da hat er halt auch irgendwie gesagt, ja, Lego ist halt nur was für die reichen Leute, die Geringverdiener bleiben da außen vor oder so. Ja, so irgendwie. Da muss ich halt lachen, aber. Wenn du halt die Preise der Sets siehst, greifst du an den Kopf. Ja, ist echt so. Vor allem, was da halt drin ist, ne? Ich hab's ehrlich gesagt nicht gesehen, Jäger, aber kann genauso ich... Genauso wie, was ich sehr schade finde... In den Videos, in manchen sagt er das. Ja, wenn du diese Steine brauchst, dann musst du halt das zweite Set kaufen, um dann diese Steine nochmal zu haben. Also es gibt ja anscheinend Sammler oder Leute, die was Eigenes bauen wollen. Und dann brauchen die gewisse Steine in gewissen Formen und Farben. Ja, ja, ich weiß. Dann müssen die halt diese Sets kaufen. Zum Ausschlachten. Da verstehe ich nicht, wie... Ja, ja, genau. Sie müssen ein anderes Set ausschlachten oder mehrere Sets ausschlachten, um die Anzahl an Steinen, die sie benötigen... Warum sagt Lego nicht, hör mal, 20 Steine davon und dann, keine Ahnung, nimmst du noch 100 von denen, dass du, was weiß ich, 300 Gramm zusammenbekommst, das musst du nehmen für, was weiß ich. Okay, warte mal kurz. Ich versuche dich jetzt mal über meine Streaming-Software das zu deleten. Sollte ich dich aus Versehen kicken oder bannen, was keine Absicht? Ja? Ich versuche das zu deleten, was du geschrieben hast. Was denn? Was hat er denn da geschrieben? Okay, scheint funktioniert zu haben. So, ich muss da die mittlere Maustaste auf den Namen drücken. Okay. Okay. Also normalerweise habe ich das bisher Mods machen lassen oder ich hatte den Chat nicht so eingebunden, wie ich es jetzt eingebunden habe. Eigentlich stehe ich gut. Ja, nee, du stehst schon zu weit hinten.
Kette, glaube ich, erwischt. Ja. Scheiße. Ah, die hat leider zu oft geschossen. Kommen wir nicht durch bei dem 7er. Nicht von vorne. Ja, lad Gold, lad Gold, lad Gold. Im Notfall. Aua. Wenn du nicht durchkommst, Gold laden. Oder nicht HE. Bei einem 7er. Ach, HE hast du nicht mit. Doch, bei einem 7er. Unterwanne und dann weg damit. Ja. Da habe ich wenigstens keinen Schuss verschwendet. Das ist aber wieder Matchmaking für den Arsch. Ist leider so. Ja, ab und zu hat man das mal. Aber das lag an dir. Meiner hat verbessertes Matchmaking. Mit meinem Düften hätten wir maximal in 6 kommen dürfen. Hier also hast du das Ding schon voll ausgebaut? Was? Ja, aber, aber der hat keine, der hat kein Zubehör. Den wollte ich nämlich kaufen. Ja, ich wollte mir nicht. Zubehör ist nicht ausgebaut. Ich meine, bei wenn du auf Erforschen gehst, hat der schon alles. Ja, der hat schon alles. Okay. Okay, wieder 8er. Was sagt die Uhr überhaupt? Rein Interesse halber mal kurz. Ja, 9:30. Und du spielst eine Stunde jetzt. Ich spiele länger. Aha, ich nehme es schon ungefähr auf. Ich würde mich gerne links hinstellen bei G1 oder G2 und warten, dass sie kommen. Aber meistens stürmen alle vor und lassen sich abknallen. Nee, komm mal mit. Ach so, halt, warte mal, wir fahren Heavys. Und ein sehr schön. Oh, ein E75, da habe ich keinen Bock drauf. Oh, das ist für mich gerade völlig falscher Panzer auf dieser Map. Schade eigentlich. Ja, wir können links mal gucken, was wir links hinbekommen. Du darfst halt eigentlich nicht G1 stehen. Du musst hier hinter dem Hügel stehen, ungefähr hier so, damit dich die Arti, die gegnerische, nicht beschießen kann. Ja. Das ist der erste taktische Fehler zum Beispiel. So, hier. Und damit die dir dann nicht direkt Aua machen, musst du deine Wanne so schräg stellen, weißt du? So leicht schräg und dann über die Ecke vorne gucken. Okay, bei dir könnte das natürlich was weniger sein, weil der Turm so weit vorne ist. Das ja, ist halt aber die. Aber, die aber dafür müssen die natürlich erstmal kommen. Die kommen in der Regel nicht vor. Deswegen, du kannst im Idealfall stellst du dich hier hin, weil hier kannst du deine untere Wanne vorne verstecken und kannst dich so leicht schräg. Und dann kommt bei dir eigentlich so gut, dann brauchst du nur noch kurz hingucken, schießen und wieder den Turm so leicht seitlich drehen. Mhm. Dann prallt bei dir alles ab. Das ist halt, wie gesagt. Die ersten 2000 Spiele, damit die Mechanik verstehst und das nächste, damit du den ersten 10er mal einigermaßen verstehst ungefähr. Aber hier kommt ja keiner vor, deswegen müssen wir mal gucken, was wir hier so geschissen bekommen. Ja, anscheinend bin ich schon auf, weil der Progetto sagt, ich schieß mal auf dich. Progetto prallt aber ab und der Scorpion prallt auch ab. Die Garde auch. So, so einfach hat man 1600 Schaden abgewehrt, full life. Du, 2090, 2400. Ah, warte mal, die Bad Chat macht vielleicht gleich was auf. Schauen wir mal. Na, eher nicht.
Der fährt an uns vorbei, der Sack. Ah. Scorpion kümmert sich hoffentlich drum. Ich helfe denen, ich fahr damit. Ja, mach mal. Umrum. Oh, ich glaube, da in das Wasser fallen ist auch keine gute Idee. Das war der perfekte Panzer für den Turbolader. Nee, Rege, ist mir noch nicht. Weil der hat doch viel zu, der ist, kommt doch viel zu kurz vor in den Film, als dass der groß lügen könnte. Habe ich nicht gesehen, hier Jäger. Moment. Wir haben gerade ordentlich aufs Maul bekommen. Jetzt fahr doch nicht zurück! Natürlich! Nein! Vor, Kollege! Es gibt kein Zurück! Ist so doch. Vor allem mit dem Panzer nicht! Du musst bis nach da vorne an die Ecke fahren, dass du in die Richtung schießen kannst. Mehr musst du nicht machen. Was denn? Und bestimmt nicht zurückfahren. Erstmal warte ich hier kurz ab. Das ist mir zu heiß gerade. So, komm, vor bis nach da vorne. Und jetzt langsam, nicht Vollgas. Guck jetzt mal, wo der erste Gegner aufgeht. Und dann kannst du mal mit versuchen drauf zu... Da ist er doch. So. Der Drecksack. Der hat mir natürlich dreimal... Ne, zweimal schön in die Fresse geschossen. So, da. Kommen wir nicht ran, weil der hinterm Hügel ist. Ja. Autsch. Lieber eine halbe Sekunde länger zielen und dann erst schießen. Ja, ich kann den nicht treffen, der ist direkt hinterm Berg. Ach so, ja, okay, dann so ein Pixeltreffer versucht. Das ist... Oh, fuck. Nein! Ja, er schießt natürlich Gold. Wurde er hingeschossen? Ach so, einfach durch die Frontplatte. Ist natürlich...
So, jetzt sieht's. Ah, verdammt nee, schlecht achso, aus. Bei mir war Geschütz kaputt. Ich hab ihn sowieso nicht. Ich verstehe auch nicht. Ach so, die haben da unten zu lange gebraucht für den einen oder was. Ja. Nee. Ah, die waren zu langsam. Die hätten schneller sein müssen da unten. So, das war's aber dann. Oder? Wie, das war's aber dann? Über 44 Minuten jetzt. Oh. Du hast gesagt immer bis 22.30 Uhr, hast du gesagt. 23.30 Uhr? Nee, 22.30 Uhr hast du geschrieben. Nee, guck nach. Ja, hier. Ja, bis da. Oh, 23.30 Uhr. Uff. Aha. Aha. Da habe ich nochmal einen Fünferpanzer hier. Ja, ich habe jetzt noch 44 Minuten, die habe ich jetzt noch die Bücher, die sind nicht diese Bücher, diese, du weißt doch, diese Boni da reingeknallt, ja, den Booster, die spiele ich jetzt noch zu Ende. So. Okay, komm. Und danach gehe ich ins Bett. Aber nur, weil du es bist. Beziehungsweise danach mache ich noch ein bisschen auf, und danach räume ich noch ein bisschen auf, ich muss ein bisschen klar Schiff machen. Muss auch mal sein, Frühjahrsputz und so. Nein. Ich fahr ganz nach links. Kann man machen. Und dann zieht er vorbei. Ja. Und nimmt das Häuschen mit. Und da ruckelt der Server. Ruckelt gar nichts. Bei mir hat's geruckelt. Der Ping halt. Ja. Bambuskabel wieder, wa? Da brauchst du nicht stehen bleiben und gucken, ob du rankommst. Da kommst du ja nicht ran. Das ist so. Immer weiter. Wie immer weiter, ich will stehen bleiben und die wegpumpen. Pumpst du ja nicht weg. Vor allem nicht mit dem AT2. Bei dem AT2 kannst du froh sein, wenn du nicht drauf gehst. Das ist mir nicht ein blödes Drecksding. Fangen sie an, brutal nach vorne. Da ist doch was, wo wir drauf schießen können, oder nicht? Da ist doch was. Da. Boom. Und Greg nochmal nach da schießen. Bin dabei, wenn ich kann. Ah, ich hab ihn. Siehste? So. Weiter taktisches Warten. Da ist der nächste Ofen. Der traut sich vielleicht? Nee. Er steht zu blöd. Sah so aus, als ist er gerade seitwärts gefahren. Von rechts. Kommen wir nicht ran wegen dem Zug. Muss ich mal gucken, ob wir hier über den Zug schnell noch fahren können, hier so. Nee, leider nicht, weil wir zu klein sind. Kann man trotzdem drauf schießen. Er ist ein Hetzer. Ja, dann druck da. Ja, prall ich ab, aber. Dann Gold laden. Im Notfall direkt Gold laden, wenn du abprallst. Oder HE. Eins von beiden wird schon durchkommen.
Oh, da prallt was ab bei mir direkt geradeaus. Aua. Ja, genau. Ich muss auch zurück. Ich habe auch nicht mehr viel Leben. Fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Ein Motor ist kaputt. Ah, jetzt bin ich falsch gedreht. Ja. Das Spiegelverkehrte geht mir auf den Sack. Das Spiegelverkehrte, wenn ich schrill... Was heißt spiegelverkehrt? Ja, ich fahre rückwärts. Ich drehe mich nach rechts. Fahr rückwärts, drehe ich mich nach links. Ach so, wenn du A drückst, fährst du nach... Weißt du, was ich meine? Achso, also du müsstest zum Rückwärts fahren, damit du dann nach rückwärts fährst, A drücken, obwohl du damit vorher sonst nach links gefahren wärst. Genau. Richtig? Ja, okay, das kannst du aber umstellen, beziehungsweise ausstellen. Dass es geht? Ja, natürlich. Das wäre gut, weil das hat mich schon so viel Tode gebracht. Weil ich das den Kopf nie gerafft kriege. Müssen wir direkt umstellen. Musst du mal gucken, irgendwo in den Einstellungen. Jetzt frag mich aber nicht, wo. Wo? Einstellung. Also wie gesagt, genau, du fährst jetzt vorwärts und drückst A, dann fährst du nach links. Und wenn du zurückfährst, möchtest du logischerweise, wenn du genau, auch aber rückwärts es muss doch und A drückst, auch nach links. Also hier fahren. Steht horizontal umkehren, vertikal umkehren. Hier, Umkehrung beim Rückwärtsfahren. Da, das ist es wahrscheinlich. Ja. Mach mal einen Haken rein. Warte, bei Einstellung, wo war das? Einstellungen, Steuerung und dann Umkehrung beim Rückwärtsfahren. Habe ich einen Haken? Nee, da habe ich keinen Haken drin. Und dann? Da habe ich keinen Haken drin. Ich habe da nirgendwo einen Haken drin. Aber mach's mal rein. Ich versuch's mal. Halt, warte mal. Nee, wenn ich das auf Standard stelle, dann stellt sich bei mir alles zurück. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Lass es doch erstmal so. So, warte, sollen wir das? Es ist kostengünstiger, wenn wir das in einem Übungsgefecht machen, wie in einem echten Gefecht. Weil wenn du das in einem echten Gefecht machst. Ja, lass es schnell ein Übungsgefecht machen, komm. Muss ich hier oben drauf drücken, oder was? Teamübung. Teamübung erstellen. Ja. Eine kleine Map. Wie heißt die? Irgendeine genommen, keine Ahnung. Hast du da eins aufgemacht? Ja, ich gehe auch bei dir rein, ist mir egal. Ja, wie heißt die denn hier? Hm. Kloster. Nee, Kloster ist egal, Kloster tut es. So, Kloster. Ich bin gar nicht mehr in deinem Zug, oder? Nee. In taktische Einheit einladen? Nee, nicht in taktische Einheit. Wir machen dann den Lärm. Hast du eine Einladung bekommen? Was ist das für Lärm bei dir? Was für Lärm? Ich höre nichts. Hä? Irgendeiner hat Töne abgespielt. Im Handy oder so. Ey, oh Scheiße, dann hat mir einer geschrieben, sorry. Okay. Ich dachte gerade, wo kommt das her? Ja, gute Nacht, Hiro. Schlaf gut, ne? Bis zum nächsten Mal. Ah ja, Moment da. Hier rüber, Team. Ich kann jetzt nicht Steam einstellen, das musst du machen, ne? Warte. Teamübung? Kann jetzt nicht wählen. Ja, ich kann es gerade auch noch nicht so ganz. Warte mal eben. Einen falschen Panzer oder was? Ich. Dann fahr mal normal, scheiß doch drauf. Ah, so, warte, so, jetzt, zack, Gefecht starten. Nee, und? Das ist es nicht. Nee, du musst auch rück. Nee, ist es nicht. Okay. Warte, Einstellungen. Einstellungen. Wenn ich jetzt vertikal umdrehen mache, was passiert dann? Das ist auch falsch. Ja, okay, der macht ganz zwar das, aber. Ah, wobei. Was denn? Warte mal. Ja, vorwärts, wenn du vorwärts nach rechts lenkst und du fährst dann rückwärts und hältst immer noch die Rückwärtstaste gerückt, müsstest du dann immer noch nach rechts lenken. Ja, das ist es. Fahr vorwärts und links. Oder ich fahr rückwärts nach links. Ja, rückwärts und links. Ja.
Also war es das Vertikale? Ich sag's dir nochmal. Genau, vertikale Umkehren ist es. Okay. Zoom mal, geh mal in den Maus, also in die Sniper rein. Und dann? Also in die Geschützansicht und dann versuchst du nochmal die Sachen. Also rechts, links bewegen, Tastatur, also Maus hoch, runter und dann vorwärts fahren und jetzt dasselbe nochmal mit rückwärts fahren. Aber dabei auch lenken, ne? Ich habe einen Fehler gemacht. Was denn? Komischerweise, jetzt macht das. Vertikal umdrehen war zielen, das war die Maus. Hoch und runter war das. Ja, und jetzt macht er trotzdem, wenn du vorwärts fährst, nach A drückst, dann fährt er auch nach links. Und wenn du rückwärts fährst und A drückst, fährt er auch nach links. Ja. Ja, keine Ahnung. WOT. Irgendwo sind da immer noch die Bugs. Nach 12 Jahren. Ja, dann kommen wir eben schnell rübergefahren zu mir. Ja, warum? Wir gehen einfach raus, oder? Nein, ich will dich töten. Nein, komm, lass uns weiterfahren. Jetzt zurück zur Garage, das ist Quatsch. Bist du schon raus? Ja, das ist doch Quatsch jetzt. Bei mir stehst du aber immer noch als hier. So, ich hab den. Aber egal. Wir sind kein. So, Zufallsgefecht? Achso, ja, genau, Zufallsgefecht. Ja, wir uns wechseln. Aber wir sind jetzt immer noch in keinem Zug. Bin ich doof? Oder muss ich warten, bis du Zufallsgefecht ausgewählt hast? Ja. Eigentlich schon. Okay. Zufallsgefecht. Ja. So, neu einladen. Achter. Jo. Haben wir das jetzt noch verloren oder was? Oder das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, ist egal. Ja, verloren. Nee, halt, Himmelsdorf war das. Das davor meine ich. Nee. Mannheim-Linie, davor haben wir noch gewonnen. Auch gewonnen, okay. War ein schöner Sieg. Waren wir zwar nicht mehr bis zum Ende dabei, aber wir. Schöne Map, Matchmaking so lala. Gibt schlimmere Matchmaking, sagen wir mal so. Er ist ja zu langsam.
Kriegen Besuch. Ich will zocken. Aua. Schade, Abpraller. Ah, wir müssen. Ja, das Problem ist, dass beide Seiten weg sind. Ich fahre mal zur anderen Seite unterstützen. Du kannst ja mal hier bleiben und da bleiben. Komm da eh nicht hin. Du musst heranfahren, um dem zu helfen, aber es ist zu spät, bis ich komme. Ja. Hat er nämlich. Also hinter mir ist einer. Natürlich. So eine Scheiße, der prallt dich ab, ey. Ja, ich krieg's von allen Seiten. Ja, ja. Was soll ich sagen? Hier kommen grad. Natürlich. Er rollt immer so weit runter, dass ich ihn nicht treffen kann. Ja. Ja, keine Chance. Scheiß Match. Einfach dummes Matchmaking. Bleib dabei. Nee, das war kein dummes Matchmaking. Unser Team hat sich einfach auch rauchen lassen. Ja, aber ich komme wieder nirgends durch. Ja, das liegt aber nicht am Matchmaking. Weiß nicht. Du musst einfach die Hotspots kennen, wo du durchschießen kannst. Das ist das Problem. Ja, ich habe das Geschütz noch freigeschaltet. Das wollte ich. Das habe ich heute noch gemacht. Dann Ufer 1 Dekor erhalten, Kampf erfahren, ne? Warum auch immer, verstanden. So. Ab wann kann ich mir den anderen Panzer kaufen? Ich brauche 930.000 für den Panzer. Oh, er ist gerade reduziert. Ja? Er hat mich 930 gekostet. Jetzt steht hier nur 910. Warum auch immer. Er kostet uns eigentlich 9.930. Es kostet nämlich 910. So, und dann hätte ich... Kann aber nicht. Die kann aber nicht. Guck doch im Stream. Oder guck mit Aufnahme. Von gestern. Ja, der kostet immer 910. Nein. Nein. Doch. Nein. Ich hab's doch gestern geguckt. 930 kostet der mich. Nein. Doch. Es sind keine Boni, also es ist nichts. Dann haben sie es vielleicht runtergepatcht oder was, aber der hat gestern 930.000 gestehen. Ich bin doch nicht blöd. Geh mal in die Forschung. Mach mal den Forschungsbaum auf. Da. Ich weiß, dass da kein Rabatt datiert ist gerade, aber... Wie gesagt, gestern stand 930. Sonst hätte ich ja nicht die ganze Zeit gesagt, ich brauche 930.000. So, also den. So, und dann muss ich noch Dinge... Weißt du, warum 930.000? Ja, warum? Kann das sein, dass du gestern noch nicht das Geschütz erforscht hattest? Das bei dem Vorgängerpanzer. Geh mal auf die Stuck G. Nö, das hatte ich schon. Sicher? Ja, hatte ich schon.
Du hast gestern das Fünfer da erforscht? Ja. Das Fünfer, das, okay. Hatte ich schon. Also nicht das Fünfer, was einzeln ist, sondern das Fünfer, was vor dem, was du jetzt ist, hat. Okay, weil das wäre der einzigste Grund, warum das eine, weil das kostet 27.000 und damit wird der PZ4 billiger oder was? Nee, teurer werden, wenn du das noch nicht erforscht, also noch nicht gekauft gehabt hättest. Okay. Und das wäre der einzigste Grund. Weil wenn ich das nehme, 910. Dann habe ich ja nur noch 700 irgendwas. So. Ist das eine gute Idee? Das musst du, also wie gesagt, am Freitag habe ich mir einen neuen Zehner geholt, habe den komplett ausgebaut und hatte dann 200.000 auf dem Konto und ich bin jetzt wieder bei 6 Millionen. Ja, da, du bist das du, ich bin ich. Das kommt drauf an. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Du hattest wie viele Millionen, wie du angefangen hast, diese Weihnachtsfeiertags zu spielen? 4 oder so. Und jetzt bin ich bei 1, irgendwas. Aber ich habe auch einen ordentlich Panzer gekauft. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, gut, aber was ist denn im Endeffekt bei rumgekommen? Das ist die Frage. Aber ich kaufe mir jetzt diesen scheiß Panzer, ist mir egal. Ja, genau. Ich meine, du spielst es doch so oder so nur noch heute, oder wie? War sehr das? Wahrscheinlich. Und dann morgen kommt wieder ein Stream mit WOT oder nächste Woche. So, ich kaufe aber ohne Besatzung, ganz wichtig. Ohne Besatzung, genau. Tada. So. Ein Sechser. Genau. So. Und der Nachfolger davon, das ist ein richtig schöner Panzer, der 7er. Ja. Oh, der war schön. Den muss ich mir auf jeden Fall auch noch bei Gelegenheit holen. Wie toll also, ist der? Ich wollte den jetzt auch schon eine bessere Crew einsetzen. Ne? Oder soll ich die aus dem 5er mitnehmen? Nee, das lohnt ja nicht. Wieso? Warte, was hat die? Hat die schon irgendwas? Nö. Nö. 100%. An Fähigkeiten. Fast. Die hat keine Fähigkeit natürlich. Nee, die hat noch nicht mal. Das lohnt sich gar nicht. Den Dings hättest du eigentlich auch direkt mit Besatzung kaufen können und mit Goldbesatzung. Ja, will ich ja, aber ich will eine Frau reinsetzen. Weißt du, ich hab noch diese. Ich muss gerade gucken, wo er rumdümpelt. Wo ist er denn jetzt hin? Die Chantal. Ja, ich war. Warte mal. Achso, ich muss jetzt erst eine ausbilden. Moment. Dazu muss ich auf meine. Moment, wie heißt er eigentlich? Jagdpanzer Nummer 4. Okay. So, dann muss ich in die Kaserne. Dann habe ich. Wen habe ich denn noch? Ich habe hier einmal. Hallo? Die Christina Finter oder die Carina Zimina? Komm, nehmen wir die Carina Zimina. Was soll's? So, rekrutieren. Deutschland, Fahrzeugtyp, Jagdpanzer, nicht ausgewählt. Hier, Jagdpanzer 4 haben wir gesagt, ne? Jagdpzit 4. So, und die wird Kommandant rekrutieren. So, zumachen die Rest 2, hier machen wir auf. Da kommt sie, die Frau der Frauen. Ah, hättest den Arnie reinballern müssen. Doch nicht in den 6er Panzer. Ja, in welchen denn? In 10er oder ja, was? Ja, wenn ich irgendwann mal einen hab, kommt er da rein. Ja, bis dahin ist dann diese Arnie ist jetzt bestimmt auf, ich sag mal, 6 Jahre und dann wird er auf, und eh du den 10er dann hast, gibt's ihn dann nicht mehr. Dann heißt er dann, wie heißt er dann? Captain Joe oder sowas. Weil das haben sie mal beim Steven Seagal, den hatten sie ach, mal der bei, gab's mal? Ja, den gab's mal bei World of Warships, gab's den mal. Da hat sie den 3 Jahre dann auf der Missouri und der lief dann sogar auf Deck rum, da konnte sie den als Koch, weil geil. Der hat ja mal in diesem, der hat ja mal, der Steven Seagal hat ja mal diesen einen Koch da gespielt, wo dann die Terroristen auf das Boot kommen und dann das Schiff entführen. Weitsicht, zuerst Weitsicht. Was, Weitsicht? Habe ich doch gar nicht. Ja, Weitsicht. Doch, weiter runter. Da unten oder was? Die Sichtweite. Ja. Ab Weitsicht. 2. Aber warum nicht Adler? Oh, nee, warum nicht Speer? Die Sichtweite, maximale Sichtweite. Weil Speer, wenn du einen Kommandanten hast, der beide Fähigkeiten kann. Ja. Immer zuerst Weitsicht. Okay. Weil Speer gibt am Endeffekt auf 100% gibt es irgendwie 10 Meter oder 9 Meter und Weitsicht gibt dir aber 15 Meter. Es ist effizienter. Erst Weitsicht und danach den Speer. Aber eigentlich erstmal Weitsicht und danach dann auf Tarnung erstmal. Oder Mentor, eins von beiden. Ach stimmt, es gibt ja auch noch Tarnung, ne?
Ja, aber das braucht der Kommandant eigentlich nicht. Beim Kommandanten ist eigentlich wichtig der sechste Sinn. Und Waffenbrüder. Ja, ja, ja. Das hat sie ja beides. So, jetzt hier, die eine kriegen Waffenbrüder. Die haben eh nur eine Fähigkeit. Richtig, Waffenbrüder, genau. Und dann haust du bei allen nochmal ein Buch rein. Boah. Ein gutes Buch. Und dann kannst du den als nächstes direkt alle Tarnung geben. Gutes Buch. Wie das so klingt, als gibt es auch schlechte Bücher. Wieder auszuwählen. So, warte mal. Hier haben wir doch noch irgendwo Bücher. Wo waren die hier oben, ne? Besatzungsbücher. Also öffnen. Also dann dieses Universelle oder was? Das ganz rechts, ja? Ja, das ganz rechts. Das der dicke Schinken. Okay. Bringt aber nur 50%, ne? Ach nee, es schließt die Fähigkeit ab und 50%. Okay. Schließen. Jetzt haben wir hier, ja, ich sehe. Mal, wenn du einen Duden liest, dann hast du den Duden gelesen. Den Duden? Nee, hat doch nur 5. Doch, gibt 50% und die Fähigkeit, oder? Ich so, weiß, und nu? Lies mal. Eigentlich bei dem Panzer Tarnung. Das Problem ist aber, dass hat er. Die später zu einem großen Panzer werden, der so oder so sichtbar ist wie sonst was. Also lohnt sich das bei dem wiederum nicht, aber wie die später zu einem großen? Du meinst, wenn ich die Kuh mitnehmen würde? Ja, wenn du die Kuh mitnehmen würdest zum Zehner. Warte, ich... Weil das ist ja der Jagdpanzer 4, richtig? Ja, ja. Und der wird zum... Ja, theoretisch gesehen hätte Tarnung für Nashorn und für einen sturen Emil wäre die gut gewesen, aber für den Jagdpanzer auch noch, für den Ferdinand, naja, und Jagdtiger und Jagdpanzer EN-100, das sind Frontschweine. Die sind so oder so immer auf. Ja, gut, aber wenn später eh jeder jede Fähigkeit hat, weißt du, dann ist ja egal. Dann ist egal, ja, das stimmt. So, angesetztes Scharfschütze oder so? Nee, du sagst alles erstmal Tarnung, ne? Okay. Alle erstmal Tarnung, genau. Okay, also wie bei Waffenbrüder kriegen alle Tarnung, okay. Genau, Tarnung. Aber warte, dann kannst du dem ja direkt noch... Ah, nee, genau. Hat er erst alle 50%, richtig. Tarnung. Aber wichtig, 50% bei dreien, das macht schon mal wesentlich mehr aus. Wir hauen gleich noch ein Buch rein, was soll der Geiz? Ja, genau. So. Dann haben sie es 100%. Das ist die Frage. Das kriegt, schön, dass man das im Vorfeld angezeigt kriegt. Ja, ich denke mal so irgendwie so 98% oder so, weil... Okay, die Ausbildungsbroschüre ist ja für den Arsch. Die bringt ja nichts. Ja. Bringt ja 8%. Ja, ich sag doch, es gibt Bücher und es gibt gute Bücher, ne? Und das und die Ausbildungsbroschüre, das Einzige, was die Ausbildungsbroschüre bringt, ist Zeitverschwendung. Weißt du, was das Geile ist? Die nichts bringt. Wenn ich ein universelles Handbuch nehme, habe ich 42%. Nehme ich dann eine Ausbildungsbroschüre? Nein. Wie nein? Weil sollen wir wetten nicht? Ach so, weil es ist dann prozentual. Weil jetzt gibt es noch 8%. Nimm mal die, also jetzt kriegst du 8% auf alle. Ja, ich sehe es. So, logischerweise, jetzt müsstest du 42% dazu bekommen. Ja, kriegst du aber, krieg ich aber nicht. Weil Level Support exponentiell steigt, ne? Du brauchst für 1% auf Level 60, ja, brauchst von 60 auf 61 brauchst du irgendwie 10.000 Erfahrungen, aber für 1% von 90 auf 91 brauchst du 20.000 Erfahrungen. Ich seh's. Also erstmal alle reinballern. Was? Alle Ausbildungsbroschüren oder was? Alles. Was soll der Geiz? Ich brauch die jetzt eh nicht. Machst du sie voll? Die mach ich eh nicht voll. Ja, klar, wenn du alle Bücher reinhaust. Das ist Quatsch. Ja, die Uni, diese blöden Ausbildungsbroschüren bringen eigentlich sonst gar nichts. Ja, die sind eigentlich für den Arsch, stimmt schon. Guck mal, wie wenig die geben. Nur noch 5%, gleich nur noch 4% oder 3%. 1%. Ja, 4. Ja. Danach das nur noch 3%, wenn du noch eins hättest. Da, und das Universelle gibt nur noch 27. Ja, ich weiß. Nee, das gibt jetzt. Nee, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Das lohnt sich nur für die allererste Fähigkeit, die mal durchzupushen. Genau. Gut, ich brauche Äußeres. Ja. Oh Scheiße, kostet auch nochmal Geld, oder? Ja, entweder Geld oder Gold. Aber Gold hast du gar nicht mehr genug, um das zu leisten. Also nimmst du den fertigen Stiel, mietest den für 75.000. Fertige Stiele, Deutschland, ja. 75.000, zack, fertig, weiter geht's. Aber ich habe hier noch so Spezialsachen. Ja, wo? So Weihnachtssachen und so. Die sehen scheiße. Ja, erstmal sehen die scheiße aus und zweitens, guck mal, die bringen nicht mehr wie die ganz normale, die du für 75 Credits kaufst. Es geht nur, dass es kein Geld kostet. Das ist der Hauptgrund. Ja, aber du musst nach jedem Gefecht musst du die wieder aktivieren. Ach so.
Okay, das nee, oder ist das, oder sind das dauerhaft? Ich weiß gar nicht. Ich gehe mal auf das Ausrufezeichen. Ich benutze sie mir nicht deswegen extra nicht. Nicht-historische Elemente auf Fahrzeuge. Besitzt ihr Fahrzeug wenigstens ein nicht-historisches, fiktives Element von den Spielern, entsprechende Einstellungen aktiviert haben und Anpassungselemente im Fahrzeug dargestellt? Keine Ahnung. Also Also ich weiß nicht, ob das. Ja, aber die sind alle scheiße. Ja, natürlich sind die alle scheiße. So Weihnachtsmann oder das ist, da macht es auch keinen Spaß zu spielen. Ja, aber also ich habe ja schon aus Spaß gesagt hier, oh, wer kommt denn als nächstes? Steven Seagal oder was? Hier in dem Spiel. Und jetzt hast du den Gast bei World of Warships. Und den haben sie wieder rausgepatcht. Wie gesagt, das ist doch scheiße. Warte. Den gab's mal, dann lief der, ich weiß nicht, auf der Missouri. Es gab mal so einen Spielfilm, Alarmstufe Rot oder sowas. Das kann sein. Da spielte der den Koch, den Schiffskoch. Der war dann irgendwie so ein Navy Seal oder sowas. Und der hatte irgendwie eine Verletzung, durfte das nicht mehr. Und dann ist er als Schiffskoch auf dieses Schiff gegangen. Und wie dann die Terroristen das Schiff erobert haben, hat er das dann zurückerkämpft. Als Held. Steven Seagal auf der, wie ist das Schiff? Missouri. Okay. Das ist doch scheiße, wieso darf ich das nicht einbauen? Da, Alarmstufe Rot heißt der sogar. Wieso darf ich das nicht einbauen? Das ist doch dumm. Was darfst du nicht einbauen? Einbau leider nicht möglich. Benötigt ein Kettenlaufwerk mit größerer Ladekapazität. Ja, du musst Ketten erstmal erforschen. Du kannst nicht genug Material. Die Karre ist zu schwer für die Ketten. Und? Nee, nicht Äußeres. Da, für 4000 die Ketten. Und dann kannst du auch schon direkt, guck mal da, du kannst direkt wesentlich bessere Sachen einbauen. Siehst schon, ja. Direkt alles einbauen. Die Ketten zuerst, genau. Den Motor wichtig und richtig. Das Geschütz auch direkt, ne? Ja, natürlich. Eigentlich müsstest du... wie teuer ist das nächste, das teure Geschütz da? Und? Eigentlich müsstest du die 9... Ja, hast aber leider nicht mehr. 9500. Ja. Schade, weil das ist so ein schönes Geschütz. Ja, dann würde ich doch drauf scheißen und kaufe mir das Geschütz jetzt nicht. Nee, genau. Und wartest bis die 9500. Genau. Ja, aber mit dem Geschütz, mit dem du jetzt rumfährst, ist richtige Krücke. Ja, aber das 7er ist ein 7er. Ja, aber das 6er ist ein 6er. Du machst einfach den Damage und ich staub ab. Kriegen wir schon hin. Ja. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier was reinsetze. Also. Und zwar erstmal wieder auswählen, was wir da reinsetzen. Also, wir haben die verbesserte Zielführung. Wir haben einen verbesserten Waffenantrieb, ist die Ziel erfasst. Also du hast im ersten Perk, hast du unten dieses Art X da unten. Genau, deswegen habe ich schon angewählt. So, und wenn da der Ansetzer zur Verfügung steht, tut er. Eigentlich immer der Ansetzer genommen. 300.000. Feuerkraft ist das A und O. Ich muss gleich irgendwas verkaufen. Ich kann mir nämlich nicht alles leisten. So. Nun habe ich noch zwei weitere Slots. Dann nehme ich das Tarnnetz auf jeden Fall, ne? Das Tarnnetz und das Scherenrohr. Scherenfernrohr. Geh mal bitte rechts auf die Seite. Ja. Und rechts auf die Seite und da hast du Tarnung als Reiter. Mach den mal auf, klapp den mal auf, weil der ist zugeklappt. Ja, ich sehe es. Weiter unten. Das ist Beweglichkeit. Mhm. Ja, was hast du da? 39,676. Ja, tu mal, klick mal das Tarnnetz an. Hui! Das ist wichtig. Ja, aber das hast du halt nur im stehenden. Ja, ich stehe mit dem. Mit dem fahre ich nicht rum. Ich hole mir den, weil ich hinten stehen will. Ja, aber wie gesagt, das wird ja auch erst, nachdem du ein paar Sekunden stehst. Ja, aktiv, ist ne? Okay. Ist okay, mit dem stehe ich. So, und das andere ist dieses Fernrohr. Das brauche ich, glaube ich, auch. Ja, nee. Wie viel Sichtweite hast du aktuell? Zu wenig. Aufklärung ist das, oder? Warum machst du die Reiter dann wieder zu? Lass sie doch auf. Kostet doch nichts. Doch, das brauche ich. Das sind 220. Mehr Sichtweite. Plus 220. Nee, plus 220 mehr aufklären. Das ist nicht mehr Sichtweite. Aber es ist über 100. Nee, stimmt. Ja. Das brauche ich. Dass ich was sehe.
Ich weiß es nicht. Ich baue es mal ein, komm. Aber ich kann es mir gar nicht leisten. Ich brauche ja 600.000, ich habe 587, ich habe noch keine Muni. Warte mal, ich guck mal eben, wie ich die Grille geskillt habe. Die Grille habe ich geskillt, in der habe ich einen Ansetzer, ein Tarnnetz und einen Waffenrichtantrieb. Und in dem Jagdpanzer habe ich einen Ansetzer, einen Waffenrichtantrieb und einen Lüfter. Also, du hörst, da kommt kein Tarnnetz rein. Doch, ich will das Tarnnetz. Ich will den so spielen. Aber ich habe kein Geld. Also, ich kann es mir sowieso nicht leisten. Warte mal, was habe ich denn bei der Grille als Tarnung? Ja, 33, was wird denn da? Ach, da habe ich auch das Tarnnetz drin, so ist es nicht. Und also wie gesagt, eigentlich gehört ein Ansetzer, ein Tarnnetz und ein Waffenrichtantrieb, dass du noch schneller eingeämmt bist, weil du musst die Feuerkraft an den Mann bringen. Und die bringst du nur an den Mann, nicht wenn du weit sehen kannst, sondern wenn du schnell schießen kannst. Und schnell schießen kannst du immer nur, wenn du genau schießt. Aber das Tarnnetz dann trotzdem, oder was? Ja, das Tarnnetz ja, den Ansetzer auch, aber als letztes kommt der Waffenrichtantrieb okay. rein. Und nicht okay, ich kann mir eh nur die ersten zwei kaufen. Deswegen kannst du aussuchen, was du willst. Ich habe ein paar schöne Sechser. Die wir fahren können. Ich brauche jetzt erstmal noch Munition. Ja. Nee. Was? Nee. Mehr Gold. Ich habe kein Gold. Ja, mehr Hartkern. PP Hartkerngeschosse. Dann 12 oder was? Nee, mehr. Du lädst 2,6 Sekunden nach. Was willst du denn da mit 10 Schuss? Die hast du innerhalb von 23 Sekunden durch den Lauf gejagt. Das Gefecht. Okay, das geht rechnerisch nicht auf, aber ich verstehe deinen Hintergedanken. Ja, aber. Ja, lass es mal 3 Sekunden dauern. Dann hast du die innerhalb von einer Minute jetzt durchgeballert. Und das. 16 sind okay, reicht. Ist zwar teuer, aber muss. Weil du musst auch so sehen, du hast 110 mm Durchschlag mit der Standardmunition, weil du ja das schwache Geschütz genommen hast. Ja, so, ich kann mal sagen, 110 mm und meine Wanne. Aber warte okay, mal, 75, das ist doch Quatsch. Ist dann fahre ich doch lieber noch mit anderen Panzern und verdiene mir die 4000 Erfahrung. Das bessere ja, Geschütz. Ja, aber wie willst du die denn erfahren? Ja, freie Erfahrung. Freie Erfahrung. Weißt du, wie lange? 4000 Erfahrung hast du Premium-Konto, das ist das Erste. Ja. Hast du noch, 13 Tage, okay. Und dann hau, ich noch, die Premium-Panzer? Dann hau ich noch die 200% rein. Ich habe auch einen Premium-Panzer. Ja. Welchen? Warte, ich gehe mal abbrechen, ich kaufe immer keine Muni, weil ich kaufe die ganz kurz, dann ja. muss ich wieder neue kaufen, weißt du? Hier, genau, ja. Den habe ich. Stimmt, ja, dann... Ja, aber wie gesagt, selbst damit wird es noch lange dauern. 4000 freie Erfahrungen. Das geht ratzfatz bei mir. Ich hatte die echt schnell. Ohne Scheiß. Ja, will ich sehen. Mach mal jetzt auf. Bereit. Ja, warte. Nein, warte. Was denn? Einen Moment. Eben haben wir doch an Gefecht gewonnen, was ganz gut lief hier. Die Siegfried-Linie war es. Da habe ich an freier Erfahrung. Ich habe noch 6 Minuten, 5 Minuten. Da steht für kein Mensch mehr. Ja, dann ist meine Bücher wieder weg da. Was habe ich denn da an freier Erfahrung bekommen? Das möchte ich mal gerade wissen. Erhalten. Freie Erfahrung. Hm. 1400 habe ich da bekommen. Oder sehe ich das falsch? Kann sein. Ah, ist ja auch egal. Komm, willst du noch eins oder nicht? Ja, da fahren wir noch eins mit dem 8. Nee, wir haben. Mit dem 8er. Ja? Eins mit dem Achter noch. Eins mit dem Achter. Oder bis zum Sieg. Das ist wie früher bei Dota. Noch ein Match. Ah, jetzt haben wir verloren. Ah, dann noch eins. Ja, ja, genau. Und dann, oh scheiße, wir haben 2:30. Ja, so ein Dota-Match geht bis zu einer Stunde. Boah, jemand mag ich nicht. Habe ich noch nie irgendwas getroffen. War immer nur aufs Maul gekriegt.
Warum so traurig, große Höhle? Das kannst du nicht verstehen, kurzer Pfeil. Ah, der ist wieder gut. So, schönes Match, aber ein sehr blöder Panzergegner. Wo fährt denn unsere Sippschaft hin? Ja, ist schon ganz gut, dass wir nach rechts fahren. Da fährt ja gar keiner von uns hin. Alter, sind die lost. Und viel über diese Wasserlandzunge da. Ja, ist ja eigentlich fährt da auch der meiste Scheiß hin. Auch wir schweren Panzer. Nur wenn alle da lang fahren und keiner hier lang fährt, ne? Dann ist das, was immer ist, wir werden umzingelt und wir kriegen sie von überall auf die Schnauze. Aber so wie das schon wieder läuft, ist das auch der Regelfall. Natürlich, er kommt durch. Ich prall ab. Ist klar. Ums. Wir haben verloren, ne? Auf der anderen Seite. Ja, so fast. Bei dir kommt was, ne? Ja, ich krieg hier auch gut Schaden, so ist es nicht. Ja, 6760 Schaden habe ich abgewehrt, danach bin ich geplatzt. Kotzt das wieder an.
Tschüss. Hast du? Sind noch genug Leute da, die dich killen kannst? Die Schweine hauen alle ab! Ja. Ich hab zwei gekillt. Mehr war nicht drin. Jetzt gehe ich mit dem Klingelbeutel rum. Wolf Tanks. Almosen, Almosen. Gut. Belassen wir es für heute. Was sagst du? Ich sag mal, belassen wir es für heute, sagte ich. Ja, ist zwar eine Niederlage, aber was willst du machen, ne? Genau. Ein Rank spricht bei dir was mitmachen, gerne wieder und sag dir, du warst schön, bis die Tage. Ja, ich dachte, sag noch was, dann halt nicht. Discord ist zu. Ja, jetzt habe ich doch nochmal World of Tanks gemacht. Ich habe den Panzer zwar gekauft, aber ich bin noch nicht ganz so glücklich, bis wir den mal fahren können. Ich pack's vielleicht die Tage nochmal aus, solange ich Premium habe. Mal gucken, morgen, wenn Hiroyuki seine neue Grafikkarte hat. Aber mal wieder Hand Showdown. Da habe ich auch wieder Bock drauf. Haben wir jetzt ein paar Tage nicht gemacht. Ich mache das immer wieder gern. Eins meiner Favorite Games. Auch wenn's mal nicht so läuft, wie es soll. Aber es ist Hand, nimmt Hand, gibt. Die Singleplayer-Spiele kommen auch wieder dran. Ja, natürlich, ihr habt die nicht vergessen, die will ich wegspielen. Ich habe aktuell, sag's immer nochmal, eigentlich kein Spiel auf dem Schirm. Hogwarts Legacy, weil ich gerade die Filme wieder gucke. Sind ja gerade bei Netflix rausgekommen. Da habe ich so ein bisschen Bock, das soll dieses Jahr vielleicht kommen. Aber mal gucken, was es überhaupt wird vom Gameplay her. Mal schauen, in welche Richtung das geht. Ansonsten habe ich nicht wirklich ein Spiel auf dem Plan, vielleicht ein neues Zelda. Wenn das ganz nett wird, wenn es überhaupt kommt, aber das sieht man. Also hier ist noch ein bisschen Luft, hier habe ich noch ein paar Spiele zum Weiterzocken, Early Access gehen die Spiele auch wieder weiter. Aber hier ist jetzt Schluss, nämlich für den Livestream wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs, wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.